Hallo zusammen, hier ist Abdul und heute haben wir die zweite Video mit Jan. Hallo Jan. Hallo, Abdul. So, wie geht's dir, Jan, heute? Gut geht's soweit, gut. Heute habe ich gedacht, bei Jan, wir zeigen heute, öffnet eine Uhr und zeigt uns, was er von kleiner Reparatur. Ja, was trägst du heute, Jan? Ich habe gesehen, du hast eine richtig coole Uhr Genau, richtig. heute. Ich habe heute eine alte BWC mit einem sehr bekannten Kaliber drin, was auch zum Beispiel von Omega verbaut wurde. Ja, da haben wir in dem letzten Video drauf geredet, von den schwierigsten Komplikationen. Ich lasse auch die Links für die Website von Jan und seine Kontakte, sein Instagram. Wenn ihr wollt, eure Uhren reparieren, Service machen, dann könnt ihr Jan kontaktieren. Super, danke schön. Super, ich habe heute meinen Tudor. Ihr kennt den schön, den von davor. So, Jan, müssen wir Genau, loslegen. wir schauen uns heute an. Ich habe hier einen Reparaturauftrag, das ist von einem Bekannten. Wir schauen mal, es ist eine Quarzuhr Swiss Military. Und wenn wir mal die Dose aufmachen, da können wir vielleicht schon sehen, was das Problem ist. Das Problem ist hier eigentlich schon ganz gut zu sehen. Dieser Index hier sozusagen, diese Nummer 11, die ist abgefallen. Das kann manchmal passieren, wenn die Uhr einen Stoß bekommt oder einen Schlag. Und natürlich sind deswegen auch die Zeiger blockiert. Ich habe die Uhr hier schon angehalten, aber das müssen wir natürlich reparieren, dass die Uhr auch richtig wieder läuft. So, müssen wir erstmal ausholen hier. Was denkst du, wie hat das geursacht? Das ist Schock, Damage oder? Genau, das ist meistens so. Und deswegen, da können wir auch schon mal schauen, meistens, wenn die Uhr nämlich herunterfällt, ob wir am Gehäuse denn eine Spur finden. Ja, Okay. genau. Aber hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich repariere das jetzt einfach mal. Da sehen wir schon. Genau. Als allererstes möchte ich das Band abmachen. Man sieht, ich benutze hier auch extra gerne einen Schraubendreher dafür, wo ich also hier wirklich gut reinkomme. Natürlich nicht meine guten Schraubendreher benutze ich, sondern hierfür habe ich extra welche sozusagen, die ich nur für solche Sachen benutze. Ja, wichtig ist natürlich, dass wir keine Kratzer in die Uhr reinmachen. So, das Band ist schon ab. Ich merke mir natürlich gut, welche Seite bei 6 Uhr und welche Seite bei 12 Uhr ist. Ja, ist immer problematisch, wenn man andersrum macht, dann merkt man nur danach, hä? Irgendwas ist Ja, das ist anders. Ja, anders, ja. irgendwas ist falsch. Genau, so, also das Band, das haben wir schon mal ab. Das könnte ich euch vielleicht später auch noch zeigen, wie man das ein bisschen noch aufarbeitet. Man sieht, da sind also deutliche Tragespuren einfach. Ja, sieht nicht mehr so schön aus. Der Kunde ist ein guter Bekannter von mir. Dem machen wir vielleicht eine Freude, dass wir das Band und das Gehäuse Ja, auch das noch ist echt cool, ja. zumindest im Ultraschall reinigen. So, jetzt sehen wir, wir haben ja einen verschraubten Boden. Und als allererstes mal, das ist ja ganz normal, wenn wir die Uhr gerne tragen, dann sehen wir hier solche Ablagerungen einfach. Das ist vom Tragen einfach, vom Schweiß. Das ist aber ganz normal. Aber wir wollen natürlich nicht, dass das ins Uhrwerk kommt. Deswegen habe ich hier diese Bürste und kann hier, das mache ich am besten hier weiter unten, dass nicht alles auf meinem Tisch ist, diese Uhr einmal kräftig abbürsten einfach. Ja. So. Jetzt probieren wir mal. Ihr kennt sicher diesen Ball hier. Genau, das probieren wir einfach mal, ob das schon geht. Jawohl. Und die Uhr ist schon offen. Ja. Das ist immer eine Freude, wenn man öffnet dann nur mit dem Ball und muss nicht Ja. versuchen mit den anderen Sachen und dann kommt ein Kratzer. Genau. So, und da sehen wir schon das Uhrwerk. Ich arbeite hier ganz gerne auf diesem Kissen. Und das Erste, was ich schon mal mache, ist, dass ich die Batterie ausbaue. Ich muss natürlich hier vorsichtig gucken. Ich muss diesen weißen Ring hier hochziehen, darf aber natürlich nicht das ganze Uhrwerk nach oben rausziehen. Drum tue ich hier vorsichtig das Uhrwerk festhalten, ja, und den Ring entnehmen. So, als nächstes schaue ich mal, eine Batterie ist verbaut. Hier muss ich natürlich vorsichtig sein. Ich tue jetzt gleich als erstes auch schon mal die Batterie ausbauen einfach. So, vorsichtig natürlich. So, und hier ist schon die Batterie. Ich packe die natürlich nicht mit der Pinzette an, dass die Batterie keinen Kurzschluss bekommt. Ja, das kann ich einfach so machen. Ah, ja, So. das.
Dass diese Sache zum Beispiel hatte ich nie darauf geachtet, dass es ja. Ich darf die Batterie mit der Pinzette anfassen, aber seitlich. Nur so. Nur seitlich, genau. Nur so. Man sieht auch, mit welcher Pinzette arbeite ich. Die hat eine ganz andere Farbe als meine anderen. Die ist antimagnetisch dann, oder? Genau, sie ist Messing. Die ist antimagnetisch, aber hat noch einen weiteren Vorteil. Und zwar ist das Messing viel weicher als Stahl. Ah. Deswegen kann ich keine Kratzer auf meinem Uhrwerk machen mit dieser Pinzette. Ja, ich habe eine Carbon geholt, aber irgendwie diese Metallgefühl ist, fehlt. Ja, ich habe so eine auch. Muss ich mal gucken, haben wir eine verschraubte Krone? Nein, das ist eine normale Krone. Gehe hier vorsichtig rein. Muss ich gleich mal gucken. Da gibt es so einen Knopf, oder? Oder irgendwas genau, so. Richtig. Da gibt es den Winkelhebel sozusagen, heißt der ist hier. Da muss ich gucken, kann vorsichtig drücken und kann die Krone rausziehen. Perfekt. Ja. Man sieht auch, wie ich das Uhrwerk also immer umdrehe. Ich habe hier dieses Montagekissen. So, drehe alles um. Und schon kommt hier mein Uhrwerk entgegen. Ich muss jetzt natürlich gut aufpassen, dass ich jetzt nicht meine Ziffer schon verliere. Ja. So, da sehe ich sie liegen. Hier liegt sie. Ja. Da muss ich jetzt natürlich ganz vorsichtig, wenn ich die jetzt nicht anfassen will, weil ich Angst habe, dass ich mir Kratzer mache mit der Pinzette auf dem Zifferblatt. Gerade ein Zifferblatt, wie man es hier sieht, schwarz, matt, mit Struktur, da sind natürlich sofort Kratzer drauf. Kratzer drauf, ja. Da habe ich hier diese Reinigungsmasse, wo ich vorsichtig... Die heißt Rodico oder irgendwas. Ja, genau, Rodico, ja. Das ist der Name davon. So, jetzt habe ich hier meinen Index. Ah, das ist der 11 Uhr, ja. Genau, das ist der 11 Uhr, der gehört hier praktisch hin. Ja, den habe ich jetzt hier erstmal, muss ich natürlich vorsichtig machen, dass ich den nicht verliere. So, genau, gut. Jetzt müsst ihr gleich mal ein bisschen näher rankommen, damit ihr mal seht, was ich da ganz genau mache. Und zwar brauche ich jetzt... Ich nehme ganz gerne gewöhnlichen Sekundenkleber hier für sowas. Man muss immer aufpassen ein bisschen mit Sekundenkleber, weil der hat solche Dämpfe. Ja? Der dampft praktisch aus. Ja? Und das kann sonst innen das Glas, das sieht aus wie beschlagen. Drum, der muss sehr gut trocknen immer, der Sekundenkleber. Und ich darf davon nur kleine Mengen nehmen. Wenn ich jetzt alle Ziffern festkleben müsste, dann würde ich zum Beispiel keinen Sekundenkleber nehmen. So, jetzt schaue ich erstmal, wie ich den hinlegen muss, ja, damit es nachher natürlich schnell gehen kann. So, jetzt sehe ich, das breite Ende kommt nach außen, das schmale Ende zeigt hier nach innen. So, jetzt kann ich natürlich nicht einfach mit meiner Tube hier drauf machen. Das würde also nicht funktionieren. Ja. Dafür habe ich hier, mal schauen, genau, diese. Das sind Ölgeber. Eigentlich sind die dazu gut, ja, um Öl in dem Uhrwerk an die richtige Stelle zu bringen. Ja, hier unterscheide ich auch wieder. Ich habe einen guten Ölgeber, mit dem ich das also immer mache. Den darf ich jetzt natürlich nicht nehmen. Ja. Ich habe hier einen extra für solche Sachen. Den mache ich hier nochmal ein bisschen sauber, auch in dieser Reinigungsmasse. Ja. Ja. So, und jetzt brauche ich noch was. Und zwar habe ich hier ein altes Uhrglas, was ich also nicht mehr brauche. Ja. So, jetzt kann ich eigentlich praktisch hier, Sekundenkleber, naja, man sieht schon. Fest. Ja, der ist jetzt natürlich fest. Ja, die Tube ist auch schon ziemlich alt. Ich glaube, ich nehme einfach einen neuen. So, genau. Neuer Sekundenkleber, ja, das ist so, wenn man den natürlich dann länger nicht benutzt, dann trocknet er ein. Also, machen wir hier gerade einen kleinen Tropfen drauf, das genügt schon. Leg den Kleber natürlich weg. Der klebt also alles fest, da muss ich aufpassen. Jetzt gehe ich hierher. Ich brauche gar nicht viel, ich brauche nur wirklich einen kleinen Tropfen. Gebe den hier drauf. Oh, das ist wirklich richtig klein, ja. Wo der Index sitzen soll. Er hat sich eigentlich den Uhr ganz kaputt gemacht. Da hatte ich den Kleber auf den Zifferblatt direkt. Ja, das darf ich also nicht. Ja, jetzt muss ich natürlich hier vorsichtig den Index nehmen. Ich muss den hier positionieren. Der hat auch manchmal wie zwei kleine Füßchen. Ja. Ich nehme jetzt hier ein Holz. Und da gibt es so eine sozusagen Groove, die den reinpassen. Genau, richtig, ja. Das muss natürlich richtig sitzen. So, jetzt drücke ich das vorsichtig an. Hier nehme ich natürlich nicht meine Pinzette, hier nehme ich dieses Holz, Putzholz, das Spitze. Ja. Holz ist immer gut, weil da ist nicht härter als
genau. Was auf dem Zimmerblatt ist, oder? So, jetzt muss ich natürlich kontrollieren, überprüfen, am besten natürlich auch mit meiner Uhrmacherlupe, die ich also hier habe. Da muss ich also wirklich kontrollieren. Ist die 12 oder 10er? Das ist 11. 11, ah, okay. Ach, die Lupe. Ah, die Lupe, ja. Nein, die Lupe, die ist 7. 7, okay. 7 nehme ich ganz gerne, genau. Ja, das ist so. Da hat jeder auch. Ja, jetzt muss ich natürlich von der Seite wirklich drauf gucken, dass das auch wirklich flach sitzt. Sonst kann es passieren, dass die Zeiger nämlich streifen. So, wie schon gesagt, das muss jetzt hier sehr gut trocknen. Den Kleber, den brauche ich nicht mehr. Jetzt räume ich hier also praktisch ein bisschen auf und mache auch hier sozusagen diese Glocke drüber. Am besten so, dass ein bisschen Luft hinkommt, einfach, dass die Sache trocknen kann. Die Batterie, die lege ich mir hier zur Seite und als nächstes kümmern wir uns um das Band und um das Gehäuse. Und dieser Trick hier sozusagen ist, dass einfach Luft rein, genau, oder? Dass Luft rein kann, dass das Ganze trocknet, aber dass eben kein Staub kein einfach Staub drauf. Genau, richtig, okay. Ja, dass es trocknen kann. Genau, so lege ich das eigentlich immer hin. Perfekt. Gut. Die Armband. Genau, das Armband, das habe ich hier ja schon abgemacht. Ihr seht schon, all die Dinge, die jetzt natürlich nicht so sauber sind einfach, mit denen arbeite ich ganz gern hier auf dieser zweiten Ebene quasi. Ja. Und um dieses Armband, da kümmern wir uns jetzt im nächsten Schritt. Die Schwierigkeit hier ist da dabei, dass ich natürlich hier matte und polierte Stellen habe an diesem Armband. Genau, das schauen wir uns als nächstes an. Perfekt. Also, jetzt wollen wir die Sachen polieren und nachher mattieren, aber ganz wichtig ist natürlich vorher, dass die Sachen sauber sind. Kleine Teile, die tue ich zur Ultraschallreinigung hier in dieses Körbchen rein. Wir sehen hier die Krone zum Beispiel oder auch hier die Dichtung, die nehme ich raus. Im Idealfall ersetzen wir die. Ich mache jetzt einfach mal mit sauber, aber wir können einfach mal gucken, ob wir da eine neue nehmen. So, wichtig ist hier beim Gehäuse, wir haben hier eine Drehlünette mit so einem Inlay. Da müssen wir aufpassen. Wenn ich das natürlich ins Ultraschall reinschmeiße, ins Ultraschallgerät, dann kann es sein, dass dieses Inlay sich löst. Also müssen wir hier besonders vorsichtig sein. Nur sehr kurz ins Ultraschall. Ja. Wenn ich sicher gehen möchte, dass nichts passiert, dann habe ich hier eine Zahnbürste einfach liegen. Ja. Dann kann ich diese Reinigungsflüssigkeit aus dem Ultraschall nehmen und kann sozusagen mit dieser Zahnbürste die Sache hier reinigen. Okay. Ja. Kann man eigentlich die Bezel entfernen? Also das kommt jetzt drauf an. Ich möchte jetzt hier eine schnelle Gehäuseaufarbeitung machen sozusagen. Wenn ich das jetzt wirklich professionell, also ganz wichtig alles machen wollen würde, dann entfernt das. Okay. Ich die Lünette entfernen. Mhm. Genau, richtig. Ich lasse dich jetzt einfach mal drauf, weil so stark sind die Spuren hier am Gehäuse. Am Gehäuse nicht, ja. Ja, das reicht, wenn ich hier später die Kanten ein bisschen hier poliere an den Seiten. Das reicht schon vollkommen aus. Ja. Schlimmer sieht das Band aus, Band, aber hier habe ich kein Problem. Das muss ich gar nicht weiter zerlegen eigentlich. Das ist der Vorteil bei dem Band, ja. Genau, das ist der Vorteil bei dem Band. Müssen wir gucken, meistens die Mittel, die natürlich verwendet werden, die sind nicht sehr gesucht, auch für die Haut. Von daher, safety first, Handschuhe an, zumindest für mich an der linken Hand, weil ich hiermit später eben das Gehäuse festhalten möchte. In der rechten Hand habe ich ja meine Zahnbürste. So, jetzt schaue ich mal, hier sind die Federstege, die ersetze ich vielleicht auch, dann muss ich gucken, wie die sind. Und diese Bandanstöße, die ich natürlich auch nicht verlieren darf, ja, ist ganz wichtig. So, alles ist Ultraschall. Die Schließe, die mache ich auf. Vorbereitung ist ganz wichtig für diese Sache, oder? Ja, die Vorbereitung ist ganz wichtig. Ja. Ja, ich sehe hier, da habe ich diesen Korb im Ultraschall. Das ist natürlich was, wie soll ich sagen, das ist nicht vergleichbar mit diesen Ultraschallgeräten, was man so manchmal kaufen kann, wo man die Brille reinlegen kann, diese ganz kleinen. Die habe ich eine daheim, ja, das ist nicht so vergleichbar bestimmt. Ja. Wenn man mal sieht, was die für eine Ultraschallleistung haben, da haben wir hier fast 300 Watt und die haben nur so 30, 50 Watt gemacht. Ja. Das ist also nicht vergleichbar. So, gehen wir das da rein und es dauert jetzt einfach ein paar Minuten. Wie wir können sehen, hier gibt es eine zum Trocknen, eine zu Ultraschallputzen und Wasser zu waschen. Natürlich später alles gut ausspülen hier. So.
zum Polieren reicht es schon aus. Ich habe das jetzt also erstmal nur sauber gemacht, damit einfach die Politur auch gut wird. Weil wenn da praktisch noch Verschmutzungen sind, dann kann es sein, dass die Politur einfach nicht kratzerfrei funktioniert. Okay. Drum dauert es jetzt erstmal noch gar nicht so lange. So, wichtig ist gerade solche Sachen wie diese Krone, die haben ja hier wie so kleine Öffnungen einfach. Ja. Das kann sein, dass es nicht, dass es sehr lange dauert zum Trocknen. Ich habe hier diesen Puster, puste hier das überschüssige Wasser einfach raus, dass die Sachen trocknen. Ja, ich habe auch einen Puster letztens geholt, weil ich habe gemerkt, ein paar Uhren, wo ich geöffnet zum Regulieren, gibt es irgendwie Härchen drin oder so. Und da musste ich nochmal öffnen, nochmal rausmachen, alles pusten. Ja, genau. So, ich muss jetzt einfach trocknen hier ein bisschen. So, also während jetzt unser Band erstmal von der Vorreinigung noch trocknet, da habe ich schon mal Zeit und schaue mir, welche Batterie hier verbaut ist. Und das ist die Batterie mit der Nummer 362. Genau, da habe ich mir die schon mal rausgelegt. Da kann ich nachher einfach gleich weiterarbeiten. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, Moment mal, wieso möchte ich denn jetzt die Batterie auch ersetzen? Also das hat einen einfachen Grund. Und zwar war es ja hier so, dass unser Index in dem praktisch hier zwischen die Zeiger auch gekommen ist. Und dann kann es nämlich sein, dass wenn das Uhrwerk angehalten wird und gegen diesen Widerstand arbeitet, dass einfach die Batterie sich dadurch sehr schnell entleert. Und drum ist es besser, wenn sowas ist, wenn die Zeiger blockiert waren durch die abgefallene Zahl, durch diesen Index hier, dass ich einfach die Batterie gleich auch noch mit ersetze. Das macht Sinn. Wie weiß man, wenn man seine Quarzuhr so wenig Power hat? Ich habe gesehen in Seiko, glaube ich, oder andere, die springt jede zweite Sekunde. Und genau, das nennt sich EOL, End-of-Life-Anzeige, wenn das passiert. Ja. Aber natürlich, wir als Uhrmacher haben auch die Möglichkeit, dass wir die Batterie einmal messen. Und anhand von der Batteriespannung können wir auch sagen, ob die Batterie voll ist oder nicht. Können wir eigentlich ganz gerne mal machen. Also die normale Spannung hiervon sind 1,55 Volt, sagt man, wenn die Batterie ganz voll ist. Ja. Genau, dann würde ich sagen, dann schauen wir doch einfach mal kurz, wie viel Strom hier noch drin ist. Ja. Also wir sehen jetzt hier das Gerät, das muss ich noch ein bisschen aufwärmen, noch so ein bisschen. Das ist aber einfach dadurch bedingt, dass da, muss ich vorstellen, damit kann ich Quarzuhren selber auch überprüfen, wie genau die Quarzuhren gehen. Drum ist da drin eine Quarzuhr verbaut, die noch viel genauer geht sozusagen. Okay. Und das braucht immer eine gewisse Temperatur, bei der diese Zeit gemessen wird, weil sonst sind die Messergebnisse unterschiedlich. Das habe ich nicht gedacht. Also ich wusste ja, dass hier Quarz ist anders, also so wie Grand Seiko, die ein paar Sekunden in der Jahr oder die Zitze sind die 1 Sekunde in der Jahr. Oder die Fashion Watches Quarz. Genau, das kann ich hier also überprüfen, wie genau geht die Quarzuhr. Und eben drum ist da diese sehr genaue Uhr, die immer diese Temperatur einfach braucht. Gleich haben wir es ja geschafft. Man sieht, hier können wir die Batterie auflegen, so wie es auch hier abgebildet ist, mit dem Pluspol nach unten auf dieses Tischlein hier. So. Ja. So, jetzt können wir hier umschalten. So, jetzt können wir die Batterie überprüfen. Dazu gehe ich hier mit dem Messfühler einmal drauf. 1,58 Volt. Also das ist noch sehr voll. 1,59, 1,55 ist ganz voll. Wenn jetzt hier stehen würde, 1,45 oder 1,4 Volt, dann ist fertig. Wäre es schlecht. Ja. Ja, dann müssten wir die ersetzen. Aber in dem Fall können wir die Batterie drin lassen. Wir können hier sogar noch sozusagen einen Verbrauch simulieren. Das ist ein normales Uhrwerk. Ja, oder hier, das wäre, wenn wir noch eine Beleuchtung haben und die Lampe einschalten an unserer Uhr. Aber wir sehen, die Spannung, das sinkt also nicht übermäßig ein. Ja. Theoretisch, wir können diese Batterie weiter benutzen. Okay. Genau. Wunderbar. Perfekt. Ja. Ja. Also,
Jetzt wollen wir ja unser Band polieren. Wir haben ja gesagt, wir haben matte Bereiche am Band und wir haben polierte Bereiche am Band. Wichtig ist, dass wir jetzt zuerst einmal alles polieren. Das ist auch egal, wenn die Stellen hier matt sind. Die werden später wieder mattiert. Wir wollen erstmal alles polieren. Das mache ich jetzt mal gleich. Dazu haben wir hier diese Poliermaschine. Das ist professionell sozusagen mit einer Absaugung hier. Und ich habe hier verschiedene Poliermittel und Schleifmittel und eben diese Polierbürsten, die ich hier dazu benutze. Ja, wichtig ist dabei einmal, die Teile werden sehr heiß, wenn ich die poliere. Deswegen habe ich hier Leder, Fingerlinge. Ganz wichtig ist, man darf keine Handschuhe benutzen. Ganz einfach aus dem Grund, diese Bürste, die dreht sich hier gleich sehr schnell. Wenn mein Handschuh sich irgendwie hier drin verwickelt, dann geht die ganze Hand. Drum diese Fingerlinge, wenn sich hier irgendwas verwickelt, dann geht raus. Nur dieser ab, aber meine Hand sozusagen, da passiert nichts. Ach so. Ich habe hier verschiedene. Und natürlich auch hier Safety First. Ich habe hier meine Schutzbrille, die ich also aufsetze dabei. Und dann können wir einfach mal loslegen. Ich schalte hier ein. Gebe hier von dem Polierwachs etwas drauf. Ja. Jetzt wird das Band erstmal poliert. Und mit dieser Maschine kann man auch Sachen, die gebürstet, poliert machen, oder? Genau, das machen wir dann später. Erstmal müssen wir alles polieren. Man sieht schon sehr deutlich den Unterschied. Das ist jetzt also das Band, was ich poliert habe. Ja, man sieht, die Kratzer sind alle draußen. Hier sind noch so ein paar schwarze Rückstände. Das ist aber von diesem Polierwachs. Das geht später im Ultraschall wieder weg. Ja, zum Vergleich hier das alte Band, also die andere Hälfte, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Ja, die ist also noch sehr zerkratzt. Das sieht man deutlich. Genau. Ich mache jetzt einfach noch die andere Bandhälfte. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Genau. Also, wir haben jetzt erstmal alles poliert, wie man sieht. Jetzt haben wir ja uns hoffentlich gemerkt, die Glieder in der Mitte, die müssen jetzt poliert bleiben. Und die Glieder am Rand sozusagen, ja, die müssen jetzt matt werden. Also die müssen mattiert werden. Also und die Bereiche, die poliert bleiben sollen, die klebe ich jetzt hier ab mit diesem speziellen Band. Das ist aber kein normales Tesafilm. Und es ist auch recht teuer, wenn man das kauft sozusagen. Ja. Aber damit geht es eigentlich recht gut. Ich muss mal schauen. Wahrscheinlich brauche ich zwei Streifen nebeneinander. Muss ich hier einmal gucken. Ja. Auf den Centerlink sozusagen. Genau, ja. So. Einmal. Man denkt, alle diese Sachen gehen eigentlich schnell. Gibt es eine Maschine für jede Sache? Ja, so ist es nicht. Das ist viel Handarbeit natürlich. Genau. Bin ich hier noch nicht ganz zufrieden. Jetzt klebe ich das nochmal neu. So. Genau. Das hat geklappt. Ja, jetzt sehe ich, hier ist noch ein kleiner Spalt. Jetzt brauche ich aber halt nochmal sozusagen. Jetzt nehme ich hier nochmal. So. Das ist spezielles Band, also das ist besonders hitzeempfindlich. Ich habe ja schon gesagt, die Sachen, die werden sehr heiß. Drum normales Tesafilm habe ich tatsächlich auch schon probiert, weil so eine Rolle von dem Band kostet nämlich richtig Geld. Ich habe schon mit Tesafilm ausprobiert, das geht aber natürlich nicht. Das geht also nicht. So, jetzt muss ich hier gucken, dass das auch schön wird. Na. Ich glaube auch als Uhrmacher, du bist die ganze Zeit beschäftigt mit so kleinen Mechanismus, dass wenn irgendwas ist, dann musst du auch die Maßen und alles genau perfekt passen, weil sonst funktioniert nicht. Genau, sonst funktioniert es nicht. So, hier sieht man also, ich habe das jetzt hier angepasst. Also die Bereiche, die jetzt gleich matt werden sollen, links und rechts, die schauen jetzt raus. Und jetzt gehen wir wieder rüber an die andere Maschine. Ja. Hier
diese Bürste, das ist praktisch wie eine Schleifbürste. Die macht jetzt diese ganze Sache matt. Wichtig ist, dass ich die niemals zusammen aufhebe. Ah, man sieht hier okay. An der Wand auch, ich habe hier oben die zum Polieren hängen und hier weiter unten, da habe ich also die zum Mattieren oder zum Schleifen hängen. Weil sonst, wenn hier von diesem Schleifmittel was hier reinkommt, dann kann ich damit nicht mehr polieren. Oha, okay. Genau, dann ist es vorbei, dann geht es nicht mehr. So, wieder natürlich, Vorsicht, das kann heiß werden. Die Fingerlinge nicht vergessen. So. Und los geht's. Ist die Technik unterschiedlich oder denselbe von Handtechnik? Von der Handtechnik her, ich muss gucken, dass die hier immer da bleibt. Umbiegen. Dass ich die Ecken, dass die poliert sind, dass die auch matt werden. Ah. Da muss ich drauf achten einfach. Aber ansonsten ist die Technik leicht. Ja. Darf nur nicht zu lange an einer Stelle bleiben, weil, wie gesagt, es wird heiß und diese Schleifscheibe, das ist wie aus Kunststoff ein bisschen. Sonst kann es passieren, dass es schmilzt. Das darf nicht passieren. Ich glaube, mit solchen Maschinen muss man viel damit gearbeitet, weil sonst schleift man mehr als was man muss. Ja, man muss wirklich aufpassen, gerade die Kanten müssen natürlich eckig bleiben. Mhm. Ja, das ist gerade beim Polieren ist es die Gefahr, dass die Kanten einfach sonst schnell rund werden. Da muss ich aufpassen, wie halte ich natürlich mein Band oder das Gehäuse, wie halte ich das dran, dass das mit den Ecken nicht passiert. Ja. Und jetzt genau, hat man vorhin gesehen, ein bisschen bin ich aus Versehen hier mit der Kante gegen die Schleifscheibe gekommen. Aber die Kante ist natürlich poliert. So, jetzt muss ich natürlich nochmal ganz kurz eben, kann ich ja hier wechseln. Den Seite nochmal polieren und das Seite nochmal ganz kurz drüber polieren. Dann ist auch schon fertig. So, andere Seite. Das braucht natürlich viel Übung. Ich darf nicht, wenn ich das nicht kann, ja, mit meinen Uhren sowas hier machen. Ja. Sonst da kann ganz teuer kann da der Schaden kann da entstehen. Gerade bei den Vintage-Uhren, wo viel Wert drauf gelegt wird, dass die Sachen original sind, da habe ich leider schon sehr oft gesehen, dass die Gehäuse oder Bänder einfach total nicht mehr die Form haben, nicht mehr den Schliff haben, den sie drauf haben. Dann lieber die Finger weglassen davon, als wenn man da zu viel macht. Ja. Und dann geht es kaputt. Weil kann man nie drauf machen. Nee, ja. Wenn es weg ist, dann ist es weg sozusagen. Dann wird es schwierig. Ja. Sieht man das? Ja. So, wunderbar. Jetzt kommt hier praktisch der beste Moment. Wenn ich jetzt hier das Ganze abziehe, dann sieht man sehr schön sozusagen, wie in der Mitte die Sachen poliert sind und an der Seite außen ist es matt. Ja, es sieht. Als ob der Graus von Fabrik wirklich, also sieht genau wie eine neue Uhr irgendwie. Ja. Gell, ist gut geworden. Richtig. Doch, schön, dann bin ich auch zufrieden damit. Ja. So, wunderbar. So, wunderbar. Nachdem unser Armband ja jetzt wieder wie neu ist fast, da kümmern wir uns weiter wieder um das Uhrwerk. Der Kleber, der ist trocken in der Zwischenzeit. Jetzt geht es also darum, dass wir das Uhrwerk wieder einbauen in unser Gehäuse. Ganz wichtig ist, das habe ich ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ich sage es aber gerne nochmal, das Gehäuse muss natürlich absolut trocken sein. Wenn da noch irgendwo Wasser dazwischen oder da drin ist, ja, dann sieht es nachher schlecht aus für unsere Uhr. Da darf natürlich kein Wasser drin sein. Drum lieber 5 Minuten länger liegen lassen zum Trocknen, als da zu schnell sein mit der Sache. So, jetzt ist mein Glas. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das Glas natürlich von innen sauber ist. Und natürlich, dass mein Zifferblatt auch ebenfalls ganz sauber ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier diesen Stift, da kann ich nachher auch nochmal genauer zeigen, was der kann. Und unseren Puster brauchen wir natürlich gegen den Staub. Ja, dieser Puster wirklich macht so viel Unterschied. Das ist schon ganz wichtig.
So, der Stift hier, der hat zwei Seiten. Der hat einmal hier eine sehr feine Bürste, die kommt hier raus. Ah, ja. Okay. Damit kann ich ganz fein sozusagen Staub auch abbürsten. Und der hat zusätzlich hier, wenn ich das abschraube, so eine flexible Spitze hier vorne. Auch mit so einem Filz, wo ich also wirklich den Staub, das ist ganz fusselfrei, wenn ich jetzt irgendwo ein Tuch nehme oder mein Hemd zum das Auswischen, das ist nicht so gut, weil da kommt Fussel rein. Das hier ist geschützt. Okay. Ich glaube, das ist sogar für Digitalkameras oder für analoge, für Fotografie, zum den Spiegel und die Objektive sauber machen. So, nochmal sauber. Ups. Jawohl. Das geht ganz schnell. Können wir hier auspusten ein bisschen. So, jetzt schnappe ich mir mein Uhrwerk. Das darf ich natürlich immer nur am Rand anfassen. Ja. Mal gucken. So. Jawohl. Jetzt muss es natürlich schnell gehen. Je länger ich da jetzt überlege oder mache, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach wieder Staub irgendwie dazwischen kommt. So. Jawohl. Und natürlich die Krone, die wir noch brauchen. Ganz wichtig ist jetzt sozusagen die Krone, das ist ja hier ein Dichtungsteil. Ja, auch an der Krone selber, da ist eine Dichtung. Und damit diese Dichtung, man kann sich es vorstellen wie beim Auto, ja, da gibt es ja in die Türdichtung sozusagen an der Türe, gibt es auch so Pflegestifte, damit man diese Türdichtung einreibt, dass die geschmeidig bleibt einfach, dass die keine Risse kriegt. Das ist dieses Silikonfett. Ah, genau. Das ist hier Dichtungsfett sozusagen für Gehäuse und für Kronen. Bitte aufpassen, das ist natürlich meistens auch so, das ist sehr klebrig. Wenn ich davon irgendwas auf mein Zifferblatt kriege oder sonst wo es nicht hingehört, das geht sehr schwer einfach wieder weg. Okay. Ich habe hier wieder Ölspender nochmal geputzt mit dem Nordico. Und genau, richtig. Den ich für solche Sachen also nehme. Ja, natürlich vom Kleber darf jetzt nichts mehr dran sein. Yeah. So, die Dose, die kam ja auch schon relativ voll. Gar keine große Menge, genau. Ja, das ist eine Sache, glaube ich, der Dosierung. Das muss nur mit den Leuten angepasst. Genau, richtig, ja. Jetzt gebe ich das also hier ran sozusagen. Ein bisschen außen, ein bisschen innen. Wie gesagt, gar nicht viel darf das sein. Ja, jetzt habe ich hier meine Krone, die ich hier wieder durchstecke. Vorsichtig, jetzt muss ich gucken. Es hilft mir jetzt auch schon, wenn ich mal gucke, dass ich zur Positionierung diesen Ring erstmal einsetze. Den nehme ich später wieder raus, wenn ich die Batterie einsetzen will. Aber jetzt, damit zur Positionierung stimmt, genau, zack, und drin ist die Krone wieder. Ja. Ja, schön drehen, dass sich das Fett ein bisschen verteilt. Ja. So, und was ich jetzt gleich als nächstes mache, ich schaue nochmal ganz genau von der Vorderseite, dass auch keine Fussel oder kein Härchen oder Staub im Zifferblatt ist, auf dem Zifferblatt oder unterm Glas. Das ist ganz wichtig, weil jetzt kann ich das noch schnell beheben, dann kann ich das Uhrwerk einfach nochmal ausbauen, kann das nochmal machen. Ich verlasse mich hier eigentlich immer auf die Sichtkontrolle. Sichtkontrolle ist sozusagen bei normaler Beleuchtung 30 cm Abstand. Ja? Ah, okay, ist genau, nicht mit 12er oder mit... Ja, wenn ich jetzt hier natürlich mit der 7er Lupe oder 10er Lupe, da kann es schon gut sein, dass ich irgendwo noch irgendwas finde sozusagen, ja. Das ist immer natürlich auch ein bisschen die Frage, wie genau gehe ich da, ja. Aber die normale Sichtkontrolle, sagt man, ist 30 cm Abstand, also als wenn ich ein Buch lese, ja mit normaler Beleuchtung. So, also ich sehe hier nichts, das hat also gut funktioniert. Jetzt kann ich im nächsten Schritt wieder vorsichtig die Batterie reinmachen. Ja. Hierzu vorsichtig den Werkhalterring nochmal hier entnehmen. Ja, ich habe immer, wenn ich den Batterie wechsle, hatte ich immer sozusagen den Werk ein bisschen bewegt von sich. Jetzt habe ich gelernt, was Neues ist, du musst ihn drucken, weil das... Genau, sonst kann es dir passieren, dass du die Zeiger mit abziehst sozusagen. Also Batterie, ich tue sie hier zuerst vorsichtig natürlich einsetzen, hier unten drunter. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil die Kamera so weit weg. Jedes Mal springt drauf. Das war aber nichts sozusagen. Ja, also ich setze das jetzt, hier ein. Ja. Ich versuche noch an der anderen Seite. So, ja, da sieht man. Darf man natürlich gucken, ob es nicht kurz schließt einfach. Von der Seite immer dran. Genau, immer von der Seite. Ja. Wichtig ist sozusagen hier leicht runterdrücken, gucken, dass man natürlich nicht unter den Batteriekontakt kommt.
So, jetzt hat es funktioniert. Perfekt. Seht ihr. Genau, also Batterie sitzt drin. Und natürlich ein kurzer Blick. Den Werkhalterring kann ich wieder einsetzen hier. Den brauche ich jetzt erstmal nicht. Sozusagen mehr draußen. Das zeigt uns, wie viel Arbeit eigentlich eine ganz kleine Sache, da man denkt, ah okay, das ist nur, die Zeiger sind kaputt oder die Zeiger sind runtergefallen von meiner Quarzuhr, wo eigentlich normalerweise denkt, ah okay, da braucht nicht so viel Arbeit wie eine mechanische Uhr. Ja. Aber sieht man, also der Aufwand ist der gleiche. Genau. Drum, also nicht wundern sozusagen. Ja. Also man sieht's, es ist wieder alles einwandfrei. Die Uhr läuft auch direkt. Also da kann ich hinten wieder zumachen. Dazu schnappe ich mir gleich, Moment. Die Dichtung. Genau, die Dichtung. Man muss jetzt mal gucken. Also die Uhr ist insgesamt noch recht neu sozusagen. Mhm. Das ist jetzt auch ein Bekannter von mir sozusagen, dem ich das repariert tue. Ich kann diese Dichtung jetzt nochmal nehmen. Ja. Aber auch hier gibt es natürlich einen Trick oder eine Sache, die ich einfach beachten muss. Und zwar, wir haben ja gelernt, diese Dichtungen mit diesem Silikonfett bleiben die geschmeidig. Mhm. Dieses Silikonfett, das gibt es auch hier, wie eine Art Dose sozusagen. Und hier ist ein Schwamm drin. Macht man nur auf den Schwamm rein und fertig. Genau, richtig. Da muss man das Ganze nur hier reinlegen, die Dichtung sozusagen, ein bisschen zurecht. Ja. Kann jetzt hier einmal kurz drehen und dann ist diese Dichtung mit diesem Fett eingefettet. Das ist genau, richtig. Ja, ich habe das gesehen in so... Uhren, Accessories, aber ich habe nicht verstanden, was da, was die macht. Genau, so funktioniert es also. Ich schnappe mir natürlich mein Gehäuse auch nochmal. Jetzt kann ich den Dichtungsring hier vorsichtig einmal umlegen, um den Gehäuseboden. Und das ist für die Wasserdichtigkeit sehr wichtig, genau, oder? Genau, das ist für die Wasserdichtigkeit sehr wichtig. Und natürlich, wenn ich mit der Uhr schwimmen gehe oder baden gehe, dann muss ich diese Wasserdichtigkeit auch regelmäßig einfach überprüfen. Ja, da kommt ein Video auch die nächste Woche für eine Wasserprüfung. Genau. Das wird auch super interessant, weil vor Urlaub muss man das machen, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Gerade wenn ich im Urlaub schwimmen gehen möchte mit meiner Uhr, dann muss ich das auf jeden Fall machen. So, meine Uhr läuft wieder. Jetzt natürlich, das gehört zum Service dazu, stelle ich die richtige Uhrzeit ein. Ja, das gibt es eigentlich immer hier, habe ich eine hängen. So eine ganz normale, einfache. Radio controlled, ja. Genau, ganz normale, ganz einfache Funkuhr. Ja, mit der mache ich das immer. Das ist also ganz wichtig. Und natürlich eine Quarzuhr, die kann ich also schön sekundengenau einstellen. Das Datum kann ich einstellen. Das mache ich jetzt also gerade. Perfekt. Super. Vielen Dank, Jan, für die Journey sozusagen durch den Service von einer Quarzuhr. Gerne, und gerne. Die nächste Woche haben wir ein paar Episoden, jeder Mittwoch mit Jan zusammen. Ja, wie gesagt, die Info von Jan sind unter in der Description. Seine Instagram, seine Website für seinen Service für die Uhren sind auch unten. Super, vielen Dank Leute und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!